Dritte Woche. Wir knüpfen uns diese Woche mal so ein bisschen das Brüchlein vor. Ja, wie gesagt, das war eine Kette. Pamela Reif Videos. Das ist chilliger eigentlich. Das ist mir aber zu krass. Ich habe das noch nicht gemacht. Mit meinem großen. Oh, fällig kann ich. Nee, macht sie cool. Sieht gut aus. Außer, dass sich jemand in der Hose rumzählt, bevor sie anfängt. Habe ich das schon mal gemacht? Heike, habe ich das schon mal gemacht? So, was ab? Kombination. Crunches und Planke. Crunches kennt vielleicht einige von euch. Ihr nehmt die Beine hoch. Die müssen jetzt nicht exakt im rechten Winkel sein, schiebt sich aber immer an. Ihr könnt es auch gerne oben ablegen, ist kein Problem. Dann nur, ich sage mal, Finger an die Schläfe, also nicht am Hinterkopf, am Kopf ziehen. Ihr könnt es auch dahinter haben, aber dann bitte nicht am Kopf ziehen. Und dann crunchen, ja, quasi wie Nüsse knacken. Ja, vorher habt ihr eine Nuss und die wollen wir jetzt verdrücken. Kommt so eine Spitzenkontraktion rein. Das heißt, ihr nähert euch mit den Beinen und den Armen hier an. Dann guckt doch mal, ob ihr so 10 bis 20 Stück durchziehen könnt. Ihr könnt gerne, wenn ihr runtergeht, hier so ein bisschen ins Vollkreuz, kein Problem. Wenn das unangenehm ist, der macht sich einfach ein Handtuch mit rein zur Stabilisation. Ansonsten einfach die Hochspitzenkontraktion so eine Sekunde und wieder runter. Und dann direkt rum in die Planke. Und hier auch BZV, bis ihr nicht mehr könnt. Und wenn ihr merkt, ihr brecht quasi hier in der Mitte zusammen in der Planke oder müsst ihr ins Zelt, dann kurz ausschütteln und ein paar Liegestütze. Nicht bis zum Versagen, also relativ locker. Wenn es nur 3 wären, wären es noch 3. Ja. Oder auch für die Damen. Also ganz locker ein paar, ruhig 3-4 Wiederholungen vor Sabbat aufhören. Dann schüttelt euch aus. Dann gebt euch 30 bis 60 Sekunden, nicht länger. Und dann fangt ihr das von vorne an. Wieder Crunches, Planke und Liegestütze. Ich denke, wie gesagt, wie immer, 5 Durchgänge sind drin. Wer das schafft, könnt ihr auch 10 machen. Viel Spaß. Ciao.